Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm Kampagne auf den Schwierigkeitsgrad Brutal. Ja, beim letzten Mal haben wir hier die Festung von General Warfield überrannt. Da die Folge aber so lange gedauert hat, habe ich noch nicht hier mit den Gesprächen fortgefahren. Und deshalb widmen wir uns jetzt erstmal in den Gesprächen, bevor wir hier auf den nächsten Planeten reisen. Und Isha möchte dazu etwas sagen. Char gehört wieder uns. Unsere Feinde tun gut daran, uns zu fürchten. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir sind zahllos, wir sind unnachgiebig und wir entwickeln uns stetig weiter. Außerdem sind wir hier auf Char fertig. Ich lege unser nächstes Ziel bald fest. Auch Zagara möchte noch was sagen. Ich bin so mächtig. Ich fühle mich, als könnte ich dir jetzt gefährlich werden. Hör mir gut zu, Zagara. Irgendwann führst vielleicht du den Schwarm. Wenn du glaubst, die Zeit dafür sei reif, versuche es nur. Aber unser nächster Kampf geht auf Leben und Tod. Alles oder nichts. Ich werde dir dienen und von dir lernen. Und vielleicht werde ich eines Tages den Schwarm führen. Aber nicht heute. Und was habe ich dir beigebracht? Weitsicht, meine Königin. Du hast mich Weitsicht gelehrt. Der Schwarm ist mächtig, aber Macht allein genügt nicht, um ihn anzuführen. Ich habe Warfield nicht durch Masse oder Stärke geschlagen. Ich habe das große Ganze gesehen. Er nicht. Ich werde es mir merken, meine Königin. Okay, und dann können wir in der Evolutionsgruppe, glaube ich, noch die neue Berstling-Gattung auswählen. Das wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Vorher hat Abathur noch ein Gespräch. Als mein altes Selbst, habe ich dir da jemals Menschen zum Experimentieren gegeben? Ja, sehr schlecht. Primitive Strukturen, minimale biologische Anpassungsfähigkeit. Du weißt, dass ich eine Terranerin war. Seltene Terraner, großes Psi-Potenzial. Überwindet mangelhafte Abstammung. Von jetzt an führen wir keine Experimente mehr an Menschen durch. Gut zu wissen. Okay, aber wir führen weitere Experimente an den Berstling durch in der Evolutionsmission. Berstling-Gattung bereit für Anpassung. Kreatur mit mächtiger Essenz entdeckt. Gute Anpassung für Berstling. Kreatur besiegen, Essenz assimilieren. Neue Gattung erschaffen. Okay, testen Sie beide Gattungen des Berstlings. Einmal den Splitterling, Selbstworteinheit, die nach der Explosion in zwei kleinere Einheiten teilt, die sich nach der Explosion natürlich teilt, die weiterhin angreifen. Die Teilung kann nur einmal auftreten, okay. Jägerling, Selbstworteinheit, die Klippen hinauf und hinunter springen kann, springt auf Feinde zu. Okay, dann wollen wir die doch mal testen. Planet Nelyth, einzigartige Lebensform auf Oberfläche. Mythos Carabeus. Organismus hat eleganten Überlebensmechanismus entwickelt. Dezentralisiertes Nervensystem. Bei Tod werden Überreste zu zwei geringeren Kreaturen. Ich will, dass die Essenz der Mythos Karabäen assimiliert wird, bevor die Protoss von unserer Anwesenheit erfahren. Okay. Oh, diesmal haben wir auch Berstlinge, die hier nicht rollen. Interessanterweise. In der Kampagne hatten sie das hier rollen. Brauche zusätzliche Essenz. Alpha Mythos Karabäus nahe. Okay, auf den werden wir uns natürlich hier auch fokussieren. Sequenz in Berstlingstrang. Angepasste Berstlinge kampfbereit. Exzellent. Stellen wir dem Protoss doch mal unsere neuen Freunde vor. Oh, jetzt rollen wir auch wieder. Gattung Splitterling. Teilt sich bei Explosionen in zwei kleinere Oh, Einheiten. Die sind ja niedlich. Tritt nur einmal ein. Schicke jetzt Berstling-Ableger.
Die sind auch genauso schnell, wollen allerdings nicht. Weitere Gastlinge treffen jetzt ein. Verteidig die Schreine! Oh, ich hab die anderen leider nicht dazu gerufen. Ohne Verstärkung wurde das natürlich hier nichts. Die Protoss sind vernichtet. Bereite dein nächstes Experiment vor, Abatur. Skoria. Vulkanische Ressourcen. Feindliches Terrain. Tausende Berstlinge. Der Lava ausgesetzt. Extreme Bedingungen beeinflussen Entwicklung. Im Laufe vieler Zyklen tritt Anpassung ein. Neue Gattung entsteht. Kann Klippen hinaufspringen, um Lava zu vermeiden. Sehr nützlich. Angepasste Exemplare auf Oberfläche verstreut. Muss einsammeln. Okay, da sehen wir sie schon im Einsatz, wie sie hier die Klippe runtergesprungen sind. Springen wir sie wieder rauf. Überlebende hier müssen eingesammelt werden. Lava steigt. Auf Anhöhen bleiben. Okay, da dürfen wir also nicht runter gerade. Okay, das Lava will sogar gehen. Anstieg in regelmäßigen Intervallen. Anhöhen nutzen. So, jetzt können wir hier runter. Hier draußen bewegt sich was. Was geht hier vor? Nächste Lava-Eruption in 30 Sekunden. Bringt den Herkules zurück zur Basis, sofort! Die Zerg greifen an! Oh, ich bin schnell rüber. Ups. Nicht, dass meine eigenen Einheiten hier angreife. 2 Sekunden, das ist mir zu lang. Zu kurz. Außenposten der Liga. Extrahiert Mineralien. Ich sehe sie. Testen wir doch mal diese neuen Berstlinge. Vorderer Zugang schwer verteidigt. Berstlinge chancenlos. Die Basis ist von Klippen umgeben. Unsere Berstlinge können sie jedoch überwinden und von hinten angreifen. Das stimmt natürlich. Also laufen wir hier außen rum, hier auf das Cliff und schicken dann alle gleichzeitig hier drauf. Wo kommen die her? Kommandozentrale der Liga zerstört. Experiment erfolgreich. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ich würde sagen, ich finde absolut hier besser, die Splitterlinge, denn dadurch verdoppeln wir quasi unsere Möglichkeit. Und deshalb entwickeln wir uns dahingehend weiter. Okay, und damit sind wir hier gerade fertig. Können wir einmal hier auf Kerrigan schauen, aber die sollte noch keine Stufe aufgestiegen sein. Nein, das dauert noch. Allerdings haben wir hier unser Trefferpunkt und unseren Schaden ein wenig erhöht. Jetzt müssen wir allerdings reisen zum nächsten Planeten. Zerus, die Wiege der Zerg. Weit entfernt vom Koprulu-Sektor, wohin sich noch kein Terraner je gewagt hat. Ihr müsst zu diesem uralten Ort reisen, Kerrigan. Lernt seine Geheimnisse kennen und eignet euch seine Macht an. Das machen wir natürlich. Also auf nach Zerus.
Cerus führt euch hierher. Die Rache an Mengsk führt mich hierher. Diese Zerg werden mir helfen, Korhal zu zerstören. Cerus muss euch neu erschaffen, Kerrigan. Der letzte Krieg rückt näher und es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss gar nichts tun. Ich bin kein Spielball deiner Prophezeiungen. Aber werdet ihr alles tun, um eure Rache zu bekommen? Alles. Das wird reichen. Okay, dann sind wir jetzt hier und wir haben neue Gespräche, zum Beispiel mit Isha. Ich sehe durch die Augen meiner Overlords. Diese Urzerg sind faszinierend. Sie scheinen nicht zu altern. Jeder Organismus altert, selbst die Zerg. Aber diese Urzerg konsumieren die Essenz anderer Individuen. Sie verändern sich ständig. Sie sterben nicht. Bis sie von ihresgleichen getötet werden. Stimmt. Die erfolgreichsten Jäger unter ihnen müssen unfassbar alt sein. Und unfassbar gefährlich. Ja. Können einmal mit im leeren Sucher wahrscheinlich mit Zeratul sprechen, aber vorher kommen wir nochmal zu Sagara. An diesem Ort? Hier entwickelten sich die Zerg zuerst, ja. Es gefällt mir hier nicht. Ein schwächlicher Planet. Char ist deutlich überlegen. Sei dir nicht so sicher. Zeus könnte sich als gefährlicher erweisen als jede andere uns bekannte Welt. Und auch dann werden wir jetzt hier mal mit Zeratul sprechen. Warum hilfst du mir, Zeratul? Du hast mehr als genug Gründe, um mich zu hassen. Die Xel'Naga wünschen sich eure Rückkehr als Anführerin des Schwarms. Du weißt, dass ich nicht an deine verrückten Prophezeiungen glaube. Euer Glaube ist nicht notwendig. Ich handle zum Wohle aller, obwohl mich mein Volk deswegen hasst. Erspar dir dein Selbstmitleid, Zeratul. Jeder muss seinen eigenen Frieden machen. Das habe ich vor langer Zeit getan. Wenn wir hier fertig sind, werde ich zu meinem Volk zurückkehren und sein Urteil akzeptieren. Eines Tages muss jeder für seine Taten einstehen. Ich glaube, dein Tag ist bald gekommen. Oh, das klingt ja sehr erbauend. Abatur möchte wahrscheinlich auch mal sagen, was er von diesen Urzerg hält. Was hältst du von den Urzerg? Was habe ich gesagt? Dynamisch, vielfältig, interessant, chaotisch, erfolglos. Ich hätte gedacht, dass sie dir gefallen. Sie entwickeln sich als Individuen ständig weiter, um besser zu werden. Urzerg, reaktionär, improvisiert. Einige gute Sequenzen, kann stehlen. Schwarm, effizient, sorgsame Verbesserung, erfolgreich. Okay. Ja, damit sind wir jetzt hier bei 14 Minuten ohne die Ladezeiten. Mit Ladezeiten, die ich natürlich für euch rausgeschnitten habe. Ich würde sagen, wir schauen nochmal den Anfang der nächsten Mission an, auch wenn ich die dann wahrscheinlich unterbrechen werde. Aber unsere Anwesenheit beunruhigt die Urzerg. Sie sammeln sich bereits, um uns zu vernichten. Und deshalb starten wir jetzt noch schnell in die Mission. Ich kann etwas spüren. Ein uralter Geist. Er schläft. Der Uralte. Ein Urzerg, der Zeuge der Erschaffung des Overminds war. Du willst, dass ich ihn aufwecke, oder? Wenn ihr wahrlich die Macht von Cerus sucht, werdet ihr den Uralten brauchen. Meine Königin, feindliche Urzerg sammeln sich in der Nähe. Sie werden angreifen. Sie möchten euch davon abhalten, mit dem Uralten zu reden. Was werdet ihr tun? Immer das, was meine Feinde am meisten fürchten. Ihr seid auf dem rechten Weg und braucht meine Führung nicht länger. Lebt wohl, Kerrigan.
Das ist also der Uralte. Um diese Kreatur zu wecken, müssen wir ihr Nahrung zukommen lassen. Hier gibt es jede Menge Biomasse. Wir töten diese Quilgor und unsere Drohnen können das Fleisch ihrer Kadaver verwerten. Sobald die Drohne mit der Verwertung fertig ist, bringt sie die Biomasse zum Uralten. Ach, sprich jetzt! Du dringst in mein Territorium ein! Wir werden dein Fleisch verschlingen! Achtung! Eine große Gruppe Flugeinheiten der Urzark macht sich bereit, den Schwarmcluster anzugreifen. Mutalisken wiederhergestellt. Bereit für deine Armee. Werden Wächter der Urzark vernichten. Streitkräfte der Urzark sammeln sich in der Nähe. Wahrscheinlich werden sie erneut angreifen. Sollen sie es nur versuchen? Genau. Sollen sie es doch ruhig probieren. Wir werden hier Wer hat dich gefragt? Alles dagegen tun, dass sie es nicht schaffen. Oder dafür tun. Dieses rote Quilgor ist unser erstes Ziel. Legen wir los. Dort oben. Bevor ich das... Oh, hier ist noch eine Basis. Ich glaube, bevor ich das mache, werde ich erstmal hier eine Basis schön errichten. Ich habe hier auch schon eine neue Königin in Auftrag gegeben. Ich ziehe mal hier gerade die Drohne vom Gas ab. Denn die das Gas benötigen wir im Moment ja gar nicht. Wir brauchen im Moment ja erstmal hauptsächlich Drohnen. Und hier ist dann also der Uralte. Okay, wir können ihn gar nicht einklicken. Aber da ist sein Mund offen. So, jetzt muss ich einmal einen Overlord bauen. Aber das sieht hier schon ziemlich gut aus. Oh, da ist auch ein Rudel. Der Schwarm ist hungrig. Bevor ich dahin expandiere, muss ich leider schon mal ein paar Einheiten bauen. Ich kann Mutalisken bauen. Ich glaube, das tue ich auch einfach. Dazu bräuchte ich allerdings Gas. Und noch ein paar mehr Drohnen. Hier liegt Gas rum. Aufsammelbares Gas, nicht Gras. So, wie viele Einheiten haben wir? Das sollte eigentlich reichen hier gegen Kilgor, hoffe ich. So, hier haben wir Biomasse. Unsere Drohne kann die Biomasse dieses Quilgor verwerten. Der Prozess ist langsam und unsere Drohne ist währenddessen schutzlos. Wir müssen sie verteidigen, während sie die Biomasse verwertet. Ich habe jetzt extra schon mal zwei hingeschickt. Wir müssen diese Biomasse schnell einsammeln. Damit da gleich auch eine Hatchery gebaut werden kann von der Drohne. Ungültiger Befehl. Mal hier schön weit genug weg platzieren. Los jetzt! Quilgor entdeckt. Wir müssen uns beeilen, wenn wir ihre Biomasse sichern wollen. Wir brauchen mehr Overlords. So, hier ist auf jeden Fall jetzt schon mal sehr schön das Ganze abgeschlossen. Da haben wir genau die richtige Anzahl. Verwertung erfolgreich. Die Biomasse wird zum Uralten transportiert. Ich glaube, das muss ich mal abreißen. Da habe ich nämlich falsch leider das Ganze platziert. Ja. So, und das erste Mal also, dass wir den Uralten hier gefüttert haben. Und dann können wir jetzt hier also unsere zweite Mineralien... unser zweites Mineralienvorkommen erschließen, jeden Moment. Eigentlich sollten jetzt hier gleich weitere Overlords schlüpfen, wenn ich das jetzt im Kopf habe. So sieht es auch aus. Eine Artosis. Nein, Artosilope heißt sie so. Aber ist natürlich angelehnt an Artosis. Wer hat dich gefragt?
So. Erstmal hier schön weiter diese Basis saturieren, bevor wir uns hier weiter mit den feindlichen Einheiten anlegen. Ich brauche nochmal hier einen weitere Evolution Chamber. Mutation abgeschlossen. Und eigentlich könnte ich auch nochmal hier eine dritte Basis gebrauchen für Larven. So. Denn mit zwei erschlossenen Mineralienfeldern sollten wir eigentlich genug Einkommen haben. Gebe ich wieder auf 16 Drohnen hoch. Wenn die Frage ist, ob ich die Gasgasier auch noch erschließe, da ich hier Mutalisken bauen kann und ein Mutalisk 100 Gas kostet, wie ihr sehen könnt, werde ich das, denke ich, tun. Wir hier beide Extraktoren setzen. Ich würde gerne auf den Kriecher vorantreiben, aber hier sind halt leider die regnerische Einheiten in der Nähe. Hier kommt zum Beispiel mal gerade ein Angriff. Lasst uns das hinter uns bringen. Sie darf den Uralten nicht erwecken. Zerstört das Fleisch. Überlasst ihr absolut nichts. Oh, das ist schlecht. Hier versuchen sie den Quilgor. Wir müssen zu zerstören. Sie aufhalten. Unsere Streitkräfte können ihre Stoßtruppen abfangen. Nichts stellt sich mir. Ich höre. Quilgor Biomasse wird angegriffen. Und ich hatte gedacht, dass deine Urzerk eine Herausforderung darstellen würden. Uns das hinter. So, Mutalisk haben wir natürlich hier auch. Ja. Wir haben nicht viel Zeit. Ich finde das sehr irritierend, dass hier die Mutalisken auf Z liegen. Da ist ein See mit einem DNA-Strang. Aber ich würde sagen, wo wir hier gerade abbauen, pausiere ich mal gerade das Ganze. Denn hier ist ein guter Zeitpunkt, um mal die Folge zu beenden. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich schaue euch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir diese Mission hier abschließen. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.